Extra Herz, das Studentenmagazin. Unsere Themen heute: Ministerin Theresia Bauer im Interview, Frau Frank forscht am Eisbrei und Professor Dr. Gerdes am nachhaltigen Bauen. Herzlich willkommen zu Extra Herz. Ich studiere seit einem Jahr Kultur- und Mediatechnologie in Baden-Württemberg und zahle dafür pro Semester 500 Euro. Aber das ändert sich vielleicht bald. Ich habe das Glück, dass ich Theresia Bauer bei mir im Studio habe, die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst der Landesregierung Baden-Württemberg. Frau Bauer kann uns jetzt mal sagen, wie die Zukunft für Studierende in Baden-Württemberg aussieht. Sie haben Ende Juli einen Konzeptentwurf zur Abschaffung der Studiengebühren vorgelegt. Ist die Abschaffung der Studiengebühren sicher? Ja, das Kabinett hat es beschlossen. Von daher ist das schon mal ziemlich sicher. Am Ende muss es natürlich aber der Landtag selbst entscheiden. Wir werden dafür ein Gesetzgebungsverfahren in die Wege leiten im zweiten Halbjahr und hoffen, dass wir Ende des Jahres damit durch sind. Also der Souverän, der Landtag entscheidet darüber. Aber wir haben natürlich diesen Kabinettsbeschluss mit den Regierungsfraktionen abgestimmt. Von daher bin ich sehr zuversichtlich, dass es so kommt wie beschlossen. Also keine Studiengebühren mehr ab dem Sommersemester 2012 und gleichzeitig Kompensation der wegfallenden Mittel für die Hochschulen, damit die Gebührenfreiheit nicht erkauft wird durch schlechtere Qualität. Als die Studiengebühren eingeführt wurden, musste jeder Studierende 500 Euro bezahlen. Jetzt ist der Beitrag erheblich niedriger, ungefähr 290 Euro. Muss ich jetzt befürchten, dass die Ausstattung schlechter wird? Nein, es wird nicht weniger als bislang, sondern wir haben diese 280 Euro ausgerechnet auf der Grundlage der bisherigen Befreiung. Also es hat ja nicht jeder Student und jede Studentin gezahlt, sondern es gab Freistellung, es gab die Geschwisterregelung. Und wir haben einfach die konkreten Zahlen des letzten Jahres genommen und dabei kommt raus, dass de facto für 44% der Studierenden keine Gebühren gezahlt haben. Diese Zahl haben wir zugrunde gelegt. Und wenn man das dann auf den einzelnen Studierenden bezieht, kommt dann halt 280 Euro pro Student oder Studentin bei raus. Ich zahle 500 Euro. Woher weiß ich, was mit dem Geld passiert? Wir wollen also auch künftig diese Qualitätssicherungsmittel unter Beteiligung der Studierenden, sogar im Einvernehmen mit Studierenden vergeben. Also sodass Studierende wirklich ein gewaltiges Wörtchen mitreden können. Und wir werden auch sicherstellen, dass über die Verwendung der Studiengebühren Transparenz hergestellt wird. Also sodass die Studierendengeneration von heute auch vergleichen kann mit dem, wie es im letzten Jahr war. Oder dass man in Karlsruhe vergleichen kann, wie wird denn in Stuttgart damit umgegangen. Weil auch das ist natürlich ein Stück weit Möglichkeit zur Mitsprache, dass man auch bewerten kann, indem man vergleicht, wie es andere tun. Wie verhält es sich mit dem Masterstudium? Nein, im Master werden die Gebühren auch abgeschafft. Wir haben lediglich ausgenommen die Weiterbildungsmaster, also diejenigen Masterstudiengänge, die eine einjährige Berufspraxis voraussetzen. Wie bewerten Sie die ersten 100 Tage grün-rote Regierung Baden-Württembergs? Also für mich gefühlt sind die 100 Tage viel länger. Es war eine ganz intensive Zeit, die letzten Monate mich in diese neue Situation reinzudenken, die Menschen im Ministerium kennenzulernen. Auch in gewisser Weise ist das ja ein Miteinander vertraut werden. Dieses Ministerium war jetzt 58 Jahre, wie die anderen Ministerien eben auch, von der CDU-Regierung geführt. Die müssen sich auf eine neue Regierungskonstellation einstellen, auf so eine grüne Ministerin. Ich muss mit der neuen Position klarkommen. Ich bin überzeugt davon, ich habe Baden-Württembergs oder das schönste Ressort der Landesregierung mit Wissenschaft und Kunst. Gibt es bestimmte Forschungsprojekte, die Ihnen hier an der Hochschule Karlsruhe besonders gut gefallen haben? Ja, in der Tat. Also ich konnte heute ja bei dem Besuch nur einen kleinen Teil der Forschungsprojekte wirklich anschauen. Wahrscheinlich, wenn ich länger hätte zuhören können, hätte ich noch viel mehr gefunden. Aber zwei Projekte fand ich wirklich herausragend heute. Das eine beschäftigt sich mit Klimatechnik, mit Wärmedämmung, aber auch mit Kältetechnik und ist unter Klimaschutzgesichtspunkten wirklich absolut spannend und wichtig für unsere Gesellschaft, denn wir haben ein kleines Zeitfenster nur, um unsere Gesellschaft, unsere Form, Energie zu verbrauchen, zu erzeugen, auf die neuen Verhältnisse einzustellen und effizienter und ökologisch verträglicher zu leben. Im zweiten Thema ging es um nachhaltiges Bauen und insbesondere um Instandhaltung von Infrastruktur. Also ein außerordentlich spannendes Thema unter ökologischen Gesichtspunkten, aber auch unter schlichten wirtschaftlichen Gesichtspunkten, denn es ist einfach teuer, ständig instandhalten zu müssen und das hält dann nicht.
Und es ist gerade für die öffentliche Hand natürlich außerordentlich spannend zu sehen, wie man da ökologischer und effizienter agieren kann. Und wir sind da so im Gespräch vorhin auch darauf gekommen, dass man am Ende die bürokratischen und Verwaltungshürden bearbeiten muss, damit die guten Ideen auch zum Durchbruch kommen. Zu den beiden Projekten Klimatechnik, nachhaltiges Bauen haben wir einige Informationen aus erster Hand. Frau Frank stellt uns das Thema Eisbrei und Klimatechnik vor. Ja, also Eisbrei kennt der Normalbürger als Slush-Eis, das in bunten Farben mit ganz viel Zucker in Einkaufszentren und Restaurants angeboten wird. Die Kinder lieben es sehr, vor allem im Sommer. Dieses Slush-Eis gibt es auch in industrieller Anwendung. Das ist dann nicht bunt, das hat dann im Normalfall keinen Zucker beinhaltet, aber es ist das gleiche Prinzip. Es ist ein Gemisch aus Wasser und Eispartikeln und einem gefrierpunktsenkenden Stoff. Bitte achten Sie genau jetzt auf diesen Bereich. Hier wird es jetzt zur Entstehung der ersten Eiskristalle kommen. Hier sieht man die Wärmeübertrageroberfläche, die im Temperaturniveau niedriger ist als das Medium. Das heißt, hier werden die ersten Eiskristalle entstehen. Und so, jetzt sieht man es, hier wachsen jetzt die Eiskristalle auf. Und durch die Verwirbelung, die ein Rührer verursacht, werden diese Eiskristalle abgetragen und es bildet sich Eisbrei. Ich habe mich schon immer für Naturwissenschaften interessiert. Wasser an sich ist ein sehr, sehr interessantes Medium. Die Möglichkeiten, durch Eisbrei Energie einzusparen, einen ökologischen Vorteil herzustellen durch meine Forschung, das ist einfach sehr, sehr attraktiv. Und so lässt sich vieles miteinander verbinden. Und ich muss auch sagen, die Forschung ist sehr spannend und macht jeden Tag aufs Neue Spaß. Pont du Gard ist eine römische Aquäduktbrücke im Süden Frankreichs. Sie wurde vor 2000 Jahren gebaut und beeindruckt uns noch heute. Betonbrücken, die vor 20 Jahren gebaut wurden, müssen heute saniert werden. Wie kann das sein? An dieser Fragestellung forscht Professor Dr. Andreas Gerdes. Mein Name ist Andreas Gerdes und ich bin an der Hochschule Karlsruhe Professor für Bauchemie. Was genau ist Bauchemie? Viele der Baustoffe, die wir heute einsetzen, sind entweder auf Basis von Kunststoffen oder auch die Zemente sind eigentlich auf Basis von mineralischen Stoffen, die nach ganz komplizierten Gesetzmäßigkeiten mit dem Wasser zum Werkstoff Beton reagieren. Und das untersuchen wir und versuchen vor allen Dingen, diese Baustoffe dauerhafter zu machen, wie sie heute sind. Denn schon die Römer haben uns gezeigt vor 2000 Jahren, dass man Bauwerke erstellen kann wie Zisternen, die über diese Nutzungsdauer instandsetzungsfrei funktionieren. Die neue Landesregierung hat die Umsetzung des Nachhaltigkeitsprinzips in allen Bereichen festgelegt, auch im Baubereich. Nachhaltigkeit bedeutet dauerhaft bauen. Bauwerke, wie zum Beispiel Brückenbauwerke, sind im Winter Tausalzen ausgesetzt. Diese Tausalze können dann zur Schädigung des Betons führen und aufwendige Instandsetzungen sind dann die Folge. Das ist aber nicht nur technisch aufwendig, sondern auch ökologisch und ökonomisch aufwendig. Beispielsweise gibt es im Moment in Zürich eine Brücke, 1 Kilometer lang, die durch die Stadt geht. Die muss für 100 Millionen Schweizer Franken saniert werden. Ein Vielfaches von dem, was ein Abriss und Neubau kosten würde. Aber auch die Ökologie schlägt dort zu Buche. Für die Instandsetzung solcher Brückenbauwerke muss etwa das 2- bis 3-fache an Umweltbelastung gerechnet werden, wie der Neubau dieses Bauwerks mit sich gebracht hat. Und wir entwickeln nun Technologien, Konzepte, Ansätze, mit denen wir diese Lebensdauer der Brücken so weit verlängern können, dass sie die geplante Nutzungsdauer auch tatsächlich erreichen. Vom Labor in die Praxis ist ein weiter Weg. Wir versuchen am KIT in der Grundlagenforschung diese Prozesse aufzuklären, also auf der molekularen Ebene diese schädigenden Reaktionen zu verstehen. Dann nehmen wir diese Ergebnisse auf die angewandte Forschungsebene. Dort entwickeln wir dann die Technologien und zum Schluss zusammen mit der Industrie entwickeln wir dann tatsächlich Systeme, wie hier in diesem Gefäß dargestellt, die dann draußen in der Praxis Anwendung finden. So wollen wir von der Grundlagenforschung über die angewandte Forschung in den Technologietransfer und zwar so schnell wie möglich. Das war heute viel Wissenschaft und Forschung auf einmal. Ich widme mich jetzt mal der Trinkkultur, um die unendlichen Abgründe des Alkohols und seine Folgen am eigenen Leib zu erforschen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.
gebraucht.